So, dann wollen wir mal. Ah, na gut, das obere ist ja noch leicht. Ich stehe auf Augenärztinnen. Es wäre das Geilste der Welt, wenn sie jetzt einfach so über mich herfuhl. Geht schon nicht. Und jetzt? Besser herfallen würden und ich sie richtig hart ran. Nö, glaube ich. Fast. Und jetzt den Rot-Grün-Test. Was ist schärfer? Links oder rechts? Nee, die sind beide irgendwie unscharf. Und jetzt? Das ist total unscharf. Tja, dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Raus aus meiner Praxis! Bitte? Raus aus meiner Praxis, verstehen Sie kein Deutsch? Raus, aber ganz schnell! Ich brauche eine Brille! Nein, Sie brauchen einen Therapeuten! Beauty-Tipps, genau dieselben. Also da habe ich mir gedacht, da kann ich das Abo der Young Nina auch gleich abbestellen, weil was da drin steht, steht auch genau in den drei anderen Frauenzeitschriften. Julia? Hä? Entschuldigung, ich glaube, da hinten sitzt Tom Hanks. Wo? Da hinten an der Wand. Der mit dem Weizenbier, guck doch mal. So ein Blödsinn, das ist doch nicht Tom Hanks, nie im Leben. Doch, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Hör auf, lass das. Wieso denn? Hallo? Julia. Ja. Ist das peinlich. Entschuldigung, dass ich so blöd hier, aber sind Sie nicht Tom Hanks? Julia? Julia Roberts? Vom Humboldt-Gymnasium aus der 10C. Mensch, wie lang ist das inzwischen her? Fast schon 20 Jahre, glaube ich. Hast du noch Kontakt zu Russell Crowe? Russell Crowe war eine über mir, glaube ich. Kripo Köln, Schneider, das ist meine Kollegin Wegner. Sie haben uns angerufen? Ich bin so froh, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Mir ist das alles so peinlich. Muss es nicht. Erzählen Sie einfach mal von vorne. Also, gegen Mitternacht habe ich in einer Cocktailbar am Radlerplatz diesen Typ kennengelernt. Wir fanden uns sofort sympathisch. Sie müssen wissen, naja, ich bin Single, also... Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Wir sind von der Kripo, nicht von der Kirche. Naja, dann sind wir halt hier gelandet und wir hatten Sex. Und dann war er weg. Und was genau ist weggekommen? Mein Zungenpiercing, mein Intimschmuck, ich hatte da so einen kleinen Ring. Und mein Diaphragma. Das Diaphragma auch? Ja, das Diaphragma auch. Und Sie haben nichts gespürt? Gespürt habe ich schon was, aber das eben nicht. Dieser Typ, war der ca. 1,80 groß? Kurze, lockige Haare? Ein rundes, südländisches Gesicht? Ja. Tja, Frau Grabosch, sieht fast so aus, als wären Sie Opfer eines sehr bekannten Trickfickers geworden. Eines Trickfickers? Ja. Deutet alles darauf hin. Ich habe schon so viel darüber gelesen. Aber dass das mich mal erwischt, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es Sie tröstet, aber Sie sind nicht die Einzige. Oh, der war so charmant zu mir. Tja, das ist ja gerade der Trick von Trickfickern. Ach Mensch, ich Depp. Wie gehen Sie denn jetzt weiter vor?
Die Kollegin Wegener hat sich bereit erklärt, sich ab nächster Woche verdeckt durch die Kölner Barszene zu ficken. Und sie wird auf diese Weise versuchen, den Trickficker zu identifizieren. Ja, kann ich da irgendwie helfen? Ich meine, ich weiß ja, wie er aussieht. Das ist nett gemeint, aber das überlassen Sie mal lieber der Polizei. Die Frau Wegener wurde extra dafür ausgebildet. Ist sicherer. Wir melden uns, sobald wir mehr wissen, ja? Wiedersehen. Und kleiner Tipp noch. Solange dieser Irre da draußen frei herumläuft, halten Sie ihn im Intimbereich geschlossen. Mach ich, danke.